Wir vom Hexenteam zeigen euch heute, wie ihr ganz einfach ein Knallbonbon selber machen könnt. Und schwupps, schon fliegen viele bunte Süßigkeiten und andere Hex-Hex-Überraschungen entgegen. Diese Idee ist super für Fasching, für Neujahr oder auch für zwischendurch als Geschenkidee geeignet. Für diese hexenstarke Bastelidee brauchst du eine Toilettenpapierrolle, Crepe, Seiden- oder Transparentpapier, Kleber, eine Schere, ein bunter Papierstreifen in der gewünschten Farbe, der 13 cm lang und 3 cm breit ist, bunte Streudeko oder Konfetti. Ich benutze die von Bibi Blocksberg. Du kannst aber auch bunte Konfetti aus der Fasching-Abteilung nehmen oder gleich welche selber machen, indem du zum Beispiel mit dem Locher buntes Papier lochst. Zum Dekorieren brauchst du buntes Klebeband, Geschenkband in der gewünschten Farbe und wenn du möchtest, kannst du auch Süßigkeiten einfüllen. Na dann würde ich sagen, legen wir mit dem Basteln los. Juhu! Als erstes beklebt ihr die Toilettenpapierrolle mit Crepe, Seiden- oder Transparentpapier. Ihr könnt das mit Flüssigkleber oder so wie ich mit Klebestick machen. Versichert euch, dass die Toilettenpapierrolle mittig auf das Papier angebracht wird, dass ihr rechts und links in etwa gleich viel Papier überstehen habt. Dann rollt ihr das Ganze ein und lässt das Ganze gut antrocknen. Mit Hilfe des Geschenkbands könnt ihr entweder gleich beide Enden jetzt zuknoten oder so wie ich zuerst das eine Ende und später dann das andere. Das spielt eigentlich keine Rolle. Wichtig dabei ist, dass ihr diesen Schritt vorsichtig macht, denn ansonsten reißt das Papier. Mit Hilfe der Schere halbiert ihr vorsichtig die Toilettenpapierrolle und bringt mit Hilfe des Klebers den Papierstreifen an der Innenseite der Toilettenpapierrolle an. Gut festdrücken und das Ganze einmal durchtrocknen lassen. Die zweite Toilettenpapierrollenhälfte könnt ihr dann problemlos auf die erste stülpen. Und jetzt kommen auch schon die bunten Süßigkeiten und Konfettis ins Spiel. Die könnt ihr einfach in die eine Hälfte der Toilettenpapierrolle geben. Ihr könnt eure Knallbonbons so befüllen, wie ihr sie am liebsten haben wollt. Und falls ihr überhaupt keine Streudeko zu Hause habt und auch keine Konfettis, dann könnt ihr die ganz einfach selber machen, indem ihr auf ein Stück Papier kleine Motive einzeichnet und dann in eure Knallbonbons befüllt. Das andere Ende eurer Knallbonbons könnt ihr einfach mit Geschenkband zuknoten und zwei hübsche Schlaufen machen. Diesen Schritt hätten wir eigentlich auch schon am Anfang machen können, aber das könnt ihr auch an dieser Stelle machen. Das spielt ja keine Rolle, gell? Und bevor der ganze Spaß losgehen kann und wir die Knallbonbons auseinanderziehen, könnt ihr eure Knallbonbons so dekorieren, wie ihr sie am liebsten haben wollt. Mit Filzstoff, mit Glitzersteine oder so wie ich, mit Washi-Tape. Wenn ihr zufrieden seid und eure Knallbonbons schön dekoriert habt, dann könnt ihr beide Hälften aufeinander stülpen. Wenn ihr wollt, könnt ihr sie mit ein bisschen Washi-Tape befestigen und dann braucht ihr sie nur noch auseinander zu ziehen. Und sogar Bibi Blocksberg freut sich riesig über diese coole Bastelidee. Ich hoffe, euch hat diese Bastelidee gut gefallen. Bis zum nächsten Mal.